Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder bei einer Runde Black Mirror 2 und ich bin süchtig. Ich liebe Darren jetzt schon. Nach gerade mal 23 Minuten, die ich gespielt habe, bin ich total in Darren verschossen. Und noch ein wenig mehr als schon in Samuel. Gut, jetzt habe ich hier so eine kleine Fliege direkt vor der Nase. Die macht natürlich irgendwie alles gleich wieder zunichte. Toll. So viel dazu. Hier läuft eine auffallend hübsche junge Dame durch die Gegend. Kennen Sie die? Hast einen Blick auf sie geworfen, was? Kennen Sie sie? Kennen ist zu viel gesagt. Kam hier rein und hat nach einem Fotostudio gefragt. Ich habe sie zu Fuller geschickt. Sie war etwas unfreundlich, hat mich und meine Freundin im Gespräch unterbrochen. Das ist ja unfassbar. Danke. Ja. Nee. Okay, also offensichtlich kriegen wir das andere Paket nicht. Ich habe gedacht, das kann ich. Alle möglichen Formulare. Müllentsorgung und Sperrmüll, Telefonummeldungen. Hier ist ein Formular vom Komitee Unsere Stadt soll schöner werden. Da ist meine Mom im Vorstand. Man soll wohl Anregungen einschicken, was man in der Stadt verbessern könnte. Die Formulare für Anwohner interessieren mich nicht. Ein paar Anregungen, wie diese Stadt interessanter werden könnte, habe ich schon, aber sie haben wohl keine Erfolgsaussichten. Ja, ich glaube, wenn du hier eine Disco oder so aufbauen willst, wird's schwierig. Ein Ständer mit zig Reiseführern. Neuengland, Quebec, England und Wales, die Niederlande, Nationalparks der USA, die Toskana, Hongkong und so weiter und so fort. Neuengland? Steht da nicht Black Mirror? Das sind zu viele Reiseführer, um sie einfach mal alle durchzublättern. Solange ich nicht nach etwas Bestimmtem suche, lasse ich die liegen. Ein Sessel. Sieht nicht unbequem aus. Aber wer will sich schon bei der reizenden Rosie in den Laden setzen? Ich setze mich da bestimmt nicht rein. Oh Mann, du bist auch gemein manchmal, aber ich mag... Es klingt tatsächlich blöd. Oh, ich mag solche Leute. Ah, ich mag seine Art. Es ist eine kleine Katastrophe, aber... Ich mag das einfach an ihm. Eine junge Frau. Sieht traurig aus. Alles okay? Nein, eigentlich nicht. Carrie ist hier gestorben. Vor 2 Jahren. Sie war meine beste Freundin. Oh, das tut mir leid. Wie ist es denn passiert? Du bist wohl nicht von hier. Nein, aus Boston. Ich verbringe die Semesterferien bei meiner Mutter. Nun ja, Carrie hat sich umgebracht. Keiner weiß warum. Sie war bei allen beliebt, intelligent und immer fröhlich. Ich glaube, beim alten Fuller im Schaufenster steht noch ein Foto von ihr. Die junge Frau mit den dunklen Haaren und den grünen Augen. Ja, das Bild kenne ich. Wirklich eine hübsche Frau. Sie hatte noch so viele Pläne. Nach dem Studium wollte sie mit ihrem Mann Jason hier in Biddeford einen Kindergarten eröffnen. Ich verstehe es einfach nicht. Von einem Tag auf den anderen hat sie sich komplett verändert, zog sich völlig in sich zurück. Oft war sie deprimiert und melancholisch. Niemand kam mehr an sie heran. Ich dann mal Jason. Dabei liebten sie sich über alles. Irgendwann hat sie sich dann einfach ins Meer gestürzt. Und niemand weiß warum? Niemand. Jason ist wohl auch nie darüber hinweggekommen. Er konnte ihr nicht helfen. Hat dann ein paar Monate später dieses hirnlose Klatschweib mit dem Cabrio geheiratet. Sicher auch nur, weil er sich so einsam fühlte. Mit Liebe hat das jedenfalls nichts zu tun. Er muss sich wirklich sehr einsam gefühlt haben. Ich wäre jetzt gern wieder allein. Klar, Entschuldigung. Er kann aber in den richtigen Momenten auch sehr taktvoll sein. Und ja, verflixt, ich mag solche Männer. Nicht umsonst, dass ich ein wenig verliebt bin? Ich hab Fullers Paket. Ich muss diese Tussi nicht nochmal ablenken. Ja, wir gehen ja schon. Okay. Ich wollte eigentlich hier die Straße runter. Ja, langschlust. Wie so ein... Weiß ich auch nicht. Man kann es gar nicht beschreiben, wie er da langquatschelt. Wie so eine Ente mit Ausgang. Was? Achso, Pfeil, ja, mein Gott, ich habe hier nur einen Brief, den ich... Jebediah Biddeford oder so jemand. Vermutlich.
Ernsthaft, keine Ahnung, wer das ist. Der Staatsgründer, ein Bürgermeister, ein Stifter, was weiß ich. Hier ist ja auch nicht so wichtig. Eingang, Polizei, Rathaus, wir sollten doch... Moment, hier ist ein Briefkasten. Hospital, Muttershaus, Telefon. Okay. Aufgaben. Für Strom sorgen. Fuller will, das habe ich gemacht. Neueste Aufgabe. Fullers Brief an Mrs. Bibber übergeben. Fuller hat mir ein Bibbers Diner an Mrs. Bibber gegeben. Was hat sie denn mit dem zu tun? Okay, also ein Diner. Kann ich mir... Aha, Hospital. Da ist der Hafen. Okay, da muss ich erstmal hinfinden. Das ist natürlich keine sehr... Zeit. Was? Keine Zeit? Hast du gerade gesagt, keine Zeit? Ernsthaft. Ist der gerade gelaufen? Ist der junge Mann gerade ein... Nein, es sah nur so aus. Ich dachte tatsächlich, er könnte sich bewegen. Aufdringliches Teil. Vermutlich eine Touristenkutsche. Besonders Europäer verwechseln Neuengland gerne mit Kalifornien und meinen deshalb hier mit Cabrios oder Mustangs rumfahren zu müssen. Mein lieber Freund, ich fahre auch Cabrio, ja? Die Dinger haben ihre Vorteile. Besonders im Sommer. Kaugummiautomaten. Oh, so einen alten Kaugummiautomaten habe ich ja ewig nicht mehr gesehen. Gehört wohl zum Diner. Ja. Die fahren da drin auch die Nostalgieschiene. Ich hab dir jetzt Kind geliebt, Kaugummi-Automaten. Nein, wirklich nicht. Oh Mann, oh. Sei doch nicht so. Okay, gehen wir rein. Hamburg, oh, Hamburger Pommes. Ja, einfach die Straße runter. Danke sehr. Jetzt kriege ich ja noch Hunger. Das ist ja schlimm. Und diese alten Diner, die finde ich auch mal voll cool. Leute gibt's. Darren, was hast du denn? Das ist Mrs. Biber, glaube ich. Soviel ich weiß, führt sie diesen Laden zusammen mit ihrem Mann. Ich finde ihn sehr sympathisch. Ich kann mir einfach nicht helfen. Entschuldigung. Was darf ich dir bringen, Junge? Eigentlich soll ich Ihnen etwas bringen. Ist von Fuller. Vom Fotostudio. Psst. Los. Komm rüber. Denn er die Aktfotos von sich machen lassen oder was ist da los? Ich kann mir denken, worum es geht. Der alte Dreckskerl, ich hätte es wissen müssen. Ungeziefer wird man so schnell nicht wieder los. Sag ihm, ich... Sagen Sie es ihm am besten selbst, was immer Sie... Claire, was gibt's da zu reden? Warum lässt du unsere Gäste warten? Verschwinde und sag deinem Boss, er soll zur Hölle fahren. Erpresst er die? War das denn? Sie scheint kein Fan von Fuller zu sein, so viel ist klar. Und der Typ in der Küche sollte nicht sehen, dass sie Post bekommen hat. Ich mach die Musik hier drin. Ich nehme mir etwas Brot mit. Mrs. Biber wird wohl nichts dagegen haben. Ich wusste nicht, dass... Wenn ich mir jetzt die Taschen mit Brot voll... Entschuldigung, ich dachte nicht, dass er das Brot gleich mitnimmt. Ketchup, Senf, Mayonnaise, Salz, Pfeffer, Sirup, Zucker. Und eine Flasche Essig. Nimmst du die auch mit? Ohne Scheiß. Es ist nicht mehr viel drin. Vermutlich wird sie niemand vermissen. In der Küche arbeiten zwei oder drei Leute, wie es scheint. Einer davon ist Mr. Biber. Mrs. Biber ist hier draußen ganz allein. Ich glaube, sie muss ziemlich schuften. Nein, ich wollte... Nein, hör auf. Hör auf, hör auf, hör auf. Wie kann ich das... Lass es. Ach so. Sorry, Mrs. Biber? Ach so, okay. Ich kann sie wenigstens was fragen. Ich dachte, das wird jetzt die unnötigste Unterhaltung des Jahres. Können Sie mir etwas über eine Carrie erzählen? Sie soll sich umgebracht haben. Ja, ja, Carrie. Das war ein ganz liebes Mädchen. Immer hilfsbereit, immer freundlich. Sie wollte hier einen Kindergarten eröffnen.
Es gibt hier in der Gegend nicht viele solche Einrichtungen. Und die Eltern müssen ihre Kids dafür ewig durch die Gegend kutschieren. So ein hübsches Mädchen. Hatte noch das ganze Leben vor sich. Ich habe ein Foto von ihr in Fullers Schaufenster gesehen. Sie war wirklich sehr hübsch. Wenn ich das nur geahnt hätte. Das arme Ding. Wie meinen Sie das? Ach, nicht so wichtig. Es ist sowieso zu spät. Ich habe nur den Brief gebracht. Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Ich kann Fuller auch nicht ausstehen, aber ich... Aber arbeiten tust du trotzdem für ihn, was? Schön Geld kassieren. Es ist nur nicht sein Geld, es ist... Lassen wir das. Okay, sobald es an Fuller kommt... Ich weiß nicht, ob der Laden läuft. Jedes Mal, wenn ich hier bin, sind zwar ein paar Leute da, aber ob das reicht? Reich wird man damit sicherlich nicht. Ja gut, es will auch nicht jeder unbedingt reich werden, was mit einem Bullauge. Sollen wohl sowas wie Bullaugen darstellen. In Wahrheit sind es verglaste Schaukästen. Ein großer, hässlicher Plastikhummer. Nicht gerade appetitanregend. Der Elch ist das Nationaltier hier, aber gleich dahinter kommt der Hummer. Die Rückwände der Schaukästen sind blau angestrichen. Sie zeigen beide Unterwasserszenen mit Plastikfischen und Hummern. Kitschig. Und nicht weiter interessant. Was wäre eine 50er-Jahre-Kneipe ohne Jukebox? Ich kann nur mit dieser heile Welt und was sind wir nicht alle gut drauf Musik nicht viel anfangen. Wäre da was von Pearl Jam drin, würde ich mir den Spaß erlauben. Aber Buddy Holly schockt nicht. Boah, Buddy Holly kann schocken. Ein Mann in einem weißen Kittel. Mitte 40, würde ich schätzen. Könnte Arzt sein. Ein Mann in einem weißen Kittel. Ach so, Kittel. Er ist betont, Kittel. Nein, im weißen Hallo, Kittel. Hallo, Junge. Du bist Darren Michaels, oder? Ja. Glaub schon. Ja? Und Sie sind? Oh, entschuldige. Mein Name ist Newhouse. Ich bin Arzt im Gesundheitscenter. Im Gesundheitscenter? Sie meinen im Krankenhaus da draußen? Nun ja, wir nennen es das Biddeford Gesundheitscenter. Wir sind nicht nur ein Krankenhaus, bei uns gibt's auch Yogakurse, Kochkurse und... Und was wollen Sie von mir? Ja, ich kenne deine Mutter, Darren. Um genau zu sein, waren wir heute Morgen hier verabredet. Sie und ich. Wir wollten im Gesundheitscenter einige Bilder aufhängen, die deine Mutter gemalt hat. Ja und? Sie ist nicht da. Und normalerweise ist sie ja immer... Sie ist ja immer so pünktlich, nicht wahr? Sowas kommt bei ihr nie vor. Ich habe gerade wenig Zeit. Ich werde sie anrufen, okay? Sobald ich wieder im Laden bin, Doc. Vielleicht hat sie das Treffen nur vergessen. Wie du meinst. Aber eigentlich... Ich muss los. Ich rufe Mom nachher an und sage ihr, dass sie im Gesundheitscenter auf sie warten. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo? Wie reagiert er immer ein bisschen komisch, wenn es um seine Mom geht, oder? Mama anrufen. Ich sollte kurz bei Mama anrufen und sie an ihre Verabredung im Gesundheitscenter mit dem Gesundheitscenter-Typen erinnern. Ihr seht ihr eigentlich gar nicht ähnlich, dass ihr einen Termin verpasst. Und der Typ hat tatsächlich so eine Sauklaue, wie man es nennt. Ein kleiner Kanister mit Foto. Ja, ja. Weiß ich schon. Das finde ich sehr schön, dass man das überspringen kann. Das wird mir jetzt schon einige Schwierigkeiten. Wir hätten hier hinten noch ein Telefon. Ich finde es eigentlich blöd, dass man da anrufen will, wenn man einfach hier so mal eben lang gehen könnte. Ja, man muss ja nicht. Biddeford scheint ja nun nicht gerade in die Riesenstadt zu sein. Ein Münzfernsprecher. Außer Betrieb steht da. Alter, müssen wir jetzt echt erst zu dem Kind. Wenn ich Kleingeld bräuchte, würde ich mir das Ding vielleicht genauer ansehen. So aber nicht. So aber nicht. Wie er hier lang twadelt. Hier rennt er richtig so. Stechschritt. Ein bisschen putzig ist. Er ist putzig. Jetzt fällt er wieder in seinen Watschelgang zurück. So, nö, dreh. Das ist ja widerlich. Unfassbar ist das. Was ist denn los? Dein feiner Chef? Versucht er immer, seine Kunden zu begrapschen? Nein, nur die Frauen. Das ist nicht witzig. Nein, natürlich nicht. Was soll ich sagen? Fuller ist ein Arsch. Mich bekommt er garantiert nicht wieder zu sehen. Darren, würdest du mir die Fotos ins Hotel bringen? Na klar. Gern. Danke, Darren. Das ist echt nett von dir. Ich wohne im Wild Coast, Zimmer 5. Kein Problem. Heute Nachmittag hast du sie. Danke.
Mein Held. Also bis später. Jetzt guckt er ihr noch sehnsüchtig hinterher. Warte mal. Das ist der Typ aus dem Diner. Folgt der Angelina etwa? Hey, gleich hast du ihr den Arsch weggeklotzt. Egal, was die Schlampe dir erzählt hat, es ist alles erstunken und erlogen. Sicher. Abmarsch! Hast du das Paket? Yep. Mach schon, gib her! Alter. Wie ist das Fotoshooting gelaufen? Ach, halt die Klappe! Ich meine nur, die junge Dame... Das Flittchen ist weg, okay? Kein Abschiedsbussi für den kleinen Darren. Und jetzt an die Arbeit. Die Regale hier könnten mal abgestaubt werden. Und die Regenrinne ist undicht. Und du musst noch die Runde mit den Hunden von Mutter drehen. Geh noch mal zurück zur Poststelle und frag, ob schon neues Fotopapier angekommen ist. Der Postbote hat noch keinen Abholschein gebracht. Und der Laden könnte auch noch ausgefegt werden. Da hat jemand keine gute Laune. Angeknackstes Ego? Bravo, Angelina. Aber gut. Bevor ich mit dem ganzen Krempel anfange, rufe ich auf jeden Fall kurz bei Mom an und erinnere sie daran, dass sie die Bilder ins Krankenhaus bringen wollte. Und irgendwie muss ich an den Film kommen und Abzüge von Angelinas Bildern machen, ohne dass Fuller mich dabei erwischt. Ist doch sehr charmant, dass er mir das alles ins Ohr flüstert. Offensichtlich. Fullers Kamera. Der Film mit Angelinas Fotos ist bestimmt noch drin. Aber ich habe keinen Schimmer, wie ich den Film aus der Kamera nehmen soll, ohne dass Fuller es bemerkt. Ich muss es wohl später versuchen. Okay, was haben wir hier denn so? Durchgang, Dunkelkammer, Hinterzimmer. Raucherhusten hat er auch noch. Alter, verreck doch. Entschuldigung, Telefon. Sie scheint gerade zu telefonieren. Mann, da stimmt irgendwas nicht. Was fällt dir ein, mein Telefon zu benutzen? Während der Arbeitszeit? Das werde ich dir alles von deinem... Ja, ja, schon klar. Ich wollte nur meine Mutter anrufen, aber es war besetzt. Der Anruf wird sie also nicht in den Ruin treiben. Ja, den ganzen Tag nur am Telefonieren, das Weib, was? Hat vorhin auch schon angerufen, als ich die Kleine geknipst hab. Irgendein Gefasel von einem Adrian und einem Spiegel. Ach, ich hab aufgelegt. Ich hab Besseres zu tun, als mir solche Verrücktheiten anzuhören. Meine Mutter hat hier angerufen und unverständliches Zeug geredet? Wohl nicht mehr ganz fit im Kopf, das alte Fräulein, was? Wo willst du hin? Hey, du hast noch nicht Pause! Alter, den würde ich so gerne alle rein. Mom? Mom! 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 Kannst du mich hören? Mom! Nichts. Aber sie atmet. Ihr Herz schlägt. Sie lebt. Richtig. Krankenwagen. Notruf? Ja, mein Name ist Darren Michaels. Ich habe gerade meine Mutter gefunden. Sie ist bewusstlos. Bringt sie ins Krankenhaus, aber sehr vorsichtig. Ich komme gleich mit meinem Wagen hinterher. Wie sieht's aus? Schwierig zu sagen, Darren. Sie muss wohl gestolpert sein und hat nun eine schwere Kopfverletzung. Wie schlimm es genau ist, kann ich erst im Krankenhaus feststellen. Aber wie kann sie so ungünstig fallen, dass sie... Dafür ist jetzt nicht die Zeit. Nimmt deine Mutter irgendwelche Medikamente? Ich weiß nicht. Sie hat immer eine Menge Schmerzmittel gehabt wegen ihres Rückens. Keine Ahnung. Such bitte alles zusammen, was nach Medikamenten aussieht, und bring sie mir ins Krankenhaus. Wie sieht es mit Allergien aus? Nicht, dass ich wüsste. Das reicht leider nicht. Könntest du die Nummer ihres Hausarztes rausbekommen? Vielleicht eine Krankengeschichte besorgen? Ja,
Werde ich suchen. Ich sehe sie im Krankenhaus. Sehr gut. Ach ja, wir bräuchten den Versicherungsschein deiner Mutter. Auch das. Beeilen Sie sich bitte. Oh Mann. Medikamente, die Krankengeschichte und ein Versicherungsschein. Ich beeile mich lieber. Oh Mann, das klingt alles natürlich nicht so schön. Wir gucken in der nächsten Folge, wie es weiterhin geht. Halt durch, Darren. Ich bin bei dir. Rein imaginär. Bis dann.